Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Böller-Test in diesem Jahr. Und zwar wollen wir vergleichen die Funke-Böller-Die, die Explode-Böller-Die, beide im Retro-Design mit grauer Lunte. Auch am Start noch der China-Böller 2, ebenso von Funke. Und vielleicht erstmal äußerlich ist der Explode sehr schön vom Design her. Womit jetzt aber nicht heißt, dass ich den Explode schlecht finde. Dafür sieht er einfach von der Verarbeitung und von, ja, mit der grauen Lunte vorne einfach noch viel geiler und irgendwie professioneller aus als dieser hier. Der im klassischen roten Seidenpapier extrem leicht und auch der sehr leicht, aber trotzdem dennoch hart. Also ich muss wirklich sagen, die Qualität ist echt der Hammer. Die sind wirklich ihr Geld wert und ob wir das im Knall auch bestätigen können, um wie diese beiden im Verhältnis zueinander stehen, auch das können wir jetzt zusammen herausfinden. Viel Spaß! NEM-technisch liegen die Funke-Böller bei 17 Gramm das Päckchen und die Explode-Böller bei ganzen 20 Gramm. Das Superböller 2 Päckchen anschauen. Dieses hat ganze 24 Gramm. Genau, und wir testen jetzt einfach mal, wer besser ist. Eigentlich ein relativ unfaires Rennen, aber da sie ja in derselben Disziplin antreten, werden wir sie miteinander vergleichen. Und jetzt viel Spaß. Zuerst die Explode. Ist eher ein feuchter Furz und es ist auch nicht wirklich eine graue Lunte, also da hat Explode nicht wirklich einen guten Job gemacht. Der war schon besser, aber auch... Ja. So, und jetzt der Funke. Wow. Krieg noch einen. Hat schon ordentlich zerledert hier. Weiter geht's mit dem Superböller 2 von Funke. Ey, das ist wie ein Kanonenschlag. Die Teile sind so krank. Abschluss jetzt nochmal ein Explode. Einfach nur schlecht dagegen. Funke, kauft euch die Teile, Explode könnt ihr liegen lassen. Schaut euch die Schnipsel an. Wäre eher Papierlagen. Die Verarbeitung, unglaublich. Geil.